Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid, um die Frage der Aktualität der kommunistischen Idee zu diskutieren mit uns. Ich freue mich natürlich besonders, dass wir die Referentinnen und die Referenten auf dem Podium gewinnen konnten. Ich stelle euch vielleicht als allererstes kurz vor, dann könnt ihr frisch in eure Rede rein. Ganz rechts Dietmar Dart. Er ist Schriftsteller, Dichter, Übersetzer. Er war mal Chefredakteur der Spex. Seine Werke sind sicherlich vielen bekannt. Deutschland macht dicht, eine Biografie über Rosa Luxemburg und Maschinenwinter, um nur einige zu nennen. Ja, erst mal abwarten. Rechts neben mir Janine Wissler. Sie ist Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag. Schönen Abend. Links neben mir Alex Kalinikos, ist Professor für europäische Studien am King's College in London und hat neben vielen anderen Werken verfasst das Anti-Capitalist Manifesto, Bücher zu Kapitalismus, Krise, Race and Class, Equality und kürzlich zu den Revolutionary Ideas beim Karl Marx. Und ganz links außen Professor Slavoj Žižek, Professor für Philosophie an der Universität Ljubljana und an der European Grad School in Saas-Fees in der Schweiz. Seine zahllosen Veröffentlichungen kann ich jetzt nicht alle nennen. Sie drehen sich um die Themen Psychoanalyse, Lacan, Hegel, um die Oper und die Revolution. Mein Name ist Christina Keindl, nur ganz kurz, ich bin leitende Redakteurin der Zeitschrift Luxemburg, die ich jetzt nicht hochhalten kann. Kannst du sie hochhalten? Luxemburg, Gesellschaftsanalyse und linke Praxis, ihr bekommt sie auch draußen, die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung herausgegeben wird. Die Stiftung ist Mitorganisatorin dieses Podiums, das im Rahmen des Kongresses von Marx 21, Marxismus, stattfindet. Ich mache eine ganz kurze Einleitung und dann haben wir uns geeinigt, dass wir zunächst eine Runde von 10 Minuten jeweils der Referenten und der Referentin auf dem Podium machen und dann Gelegenheit haben, also auf dem Podium zunächst Nachfragen zu stellen und aufeinander einzugehen und hoffentlich eine lebendige und aufregende Diskussion über die Zukunft des Kommunismus zu führen. Claude Lefort hat 1999 geschrieben: Der Kommunismus gehört der Vergangenheit an, doch es bleibt die Frage des Kommunismus für unsere Zeit zentral. Seiner Auffassung nach wird sie dringlich durch die ökologischen Katastrophen, durch Hungersnöte, Kriege, Ausbeutung und durch die Verschwendung möglicher freier Zeit, die statt sie in menschliche Entwicklung und Glück zu stecken, in Verkauf und Ausbeutung von Arbeitskraft im Laufrad kapitalistischer Produktion verausgabt wird. Etienne Balibar hat unter anderem in der Luxemburg als ein Zentrum einer neuen Idee des Kommunismus die Verbindung von Freiheit und Gleichheit gesetzt. Er hat das sogar mit einem erfundenen Wort, Egaliberté oder Equiliberty, verschmolzen. Weil das Sprechen über Kommunismus natürlich schwierig ist, da es sich, wie sich sozusagen ja auch in der Öffentlichkeit gezeigt hat am Anfang des Jahres, es gibt viel effekthascherische Skandalisierung des Sprechens über Kapitalismus, die mit dem Kommunismus auch die Kritik des Kapitalismus erledigen wollen. Dem muss man nicht nachgeben. Die Kritik des Kapitalismus und seiner zerstörerischen Potenziale ist notwendig und es zeigt sich ganz deutlich, dass die herrschenden Formen der politischen Regulation des Kapitalismus der Mehrheit der Menschen weder Freiheit von Armut und Ausgeliefertheit noch Bestimmung über ihre relevanten Lebensbedingungen verschaffen konnte. Gleichzeitig müssen, das ist zumindest meine Auffassung, die Verbrechen des Stalinismus und die kaum gelungene Verbindung der Entfaltung eines jeden in den real existierenden Sozialismen ein Ausgangspunkt für die Frage nach einer aktuellen Idee des Kommunismus sein. Unter anderem Sigmund Baumann hat ja zum Beispiel argumentiert, dass diese Entwicklung der Autoritarisierung genau mit der Idee des Kommunismus zu tun hatten, der eben Kommunismus als zukünftige Gesellschaft gedacht hat, als einen Garten, in dem es nahezuliegen scheint, zu entscheiden, welche Pflanze nützlich und welche nicht nützlich und Unkraut ist.
Interessant ist daran auch, dass diese Idee des Kommunismus der Vergangenheit, die diese problematische Entwicklung genommen hat, dass diese ja selber auch von vielen getragen worden ist, sogar von den Opfern, und gewissermaßen die Massen ergriffen hat. Im Zentrum eines neuen Begriffs von Kommunismus wird also stehen müssen, wie die freie Entfaltung eines jeden und einer jeden Voraussetzung ist für die freie Entfaltung aller, wie das bei Karl Marx gefasst ist. Ja, soweit von mir. Ich würde euch bitten anzufangen. Alex hat den ersten Redebeitrag. Ja? Alex wird Englisch sprechen. Ihr seid alle versorgt, ne? Wenn es irgendwelche Probleme mit der Übersetzung gibt, müsstet ihr euch vielleicht irgendwie bemerkbar machen, so zum Beispiel, wenn es zu leise oder zu laut oder zu schnell oder zu langsam ist. Ich kann vom Saal selber fast nichts sehen, also ihr müsstet die Hände hochhalten. Okay, Alex, bitte. Okay, thanks very much. And I'd like to start by thanking Marx 21 and the Rosa Luxemburg Institute for making this extremely important discussion possible. Because it's a very important development that out of the, in the midst of the apparent suffocating domination ideologically and politically of neoliberalism, suddenly in the last 2 to 3 years, a serious discussion about the idea of communism has started. And we need that discussion. Because essentially, at the heart of that discussion is the question not of reforming capitalism, not of regulating it or making it more humane, but of creating a fundamentally different kind of society, a systemic alternative to capitalism. So I think this is a very important development, and Slavoj, among the many great contributions he's made to the radical left, is his role in getting that discussion going. But I think there's been a problem with the debate so far, which is that it's remained primarily at a learned and philosophical level. And what I'd like to do, and it's very vain of me, and I'm sure Slavoj will point this out, is, so I'll do it first, what I want to do is to essentially repeat what Marx did, because in the middle of the 1840s, Marx took the discussion of communism away from the philosophers, away from the theorists, and placed it in a very different kind of terrain. How did Marx do this? In the German ideology, he and Engels write that communism is the real movement for abolishing the existing state of affairs. And that was a fundamental move, because it meant saying that communism isn't just an ideal or a principle. Communism is the real historical process through which capitalism is abolished. More than that, of course, communism is also the name of the different kind of society that will emerge out of that historical process of destruction and transformation. Of course, Marx doesn't say very much about what that different kind of society would be like. Christina has made one very important quotation that in communism the free determinant of each will be the condition of the free determination of all. Much later in his life, Marx, in the Critique of the Goethe program, says that under communism the principle will reign from each according to his abilities to each according to his needs, which is a fundamental challenge to the whole basis on which not just capitalism but all class societies have been organized. But one area of discussion is how much deeper, more deeply, we need to specify the content of the idea of communism. But that's not what I want to focus on now. I want to focus on this question of communism as the real movement for abolishing capitalism and trying to give some content to that idea. Now, in contemporary discussions, how this is often specified is the idea of communism as the collective appropriation of the commons. And this is an idea that towards whose development Slavoj has contributed. And the idea is that the world is full of good stuff that is collectively created in different
different ways. This can be land, other natural resources, it can be different kinds of intellectual achievements. And what capitalism does is privately to appropriate and seize this good stuff and turn it in the direction of private profit. Now, of course, it's true, capitalism is constantly stealing good stuff. Capitalism is an enormous machine of parasitism and theft. However, one of the great things we get from Marx is that capitalism isn't simply a matter of thievery and parasitism. One of the things that Marx insists on, at much the same time that he's formulating his conception of communism, is that capitalism is a relation. And capitalism is a social relation defined fundamentally by the relationship of exploitation between capitalists and workers. And this is absolutely critical if we're going to have any conception of how to go to communism. Because there's a duality, as so often in Marx, there's a duality to the idea of capital, of the relationship of exploitation. Of course, in exploitation, the worker is exploited, is alienated, is denied his or her fundamental potential to live, has his or her labor stolen. Exploitation is foul, but it's also a relationship of interdependence in which the capitalist is dependent on the worker because it's the worker's labor that is the source of the capitalist profits. And this puts the capitalist in the worker's power potentially. When workers fight collectively, they disrupt the whole working of capitalism. More than that, when workers fight, it is precisely collectively founded on solidarity, in other words, and that solidarity, which is an essential feature of any workers' struggle, an essential condition of any workers' struggle, is also communism in embryo. Now, you may say, this is all old-fashioned stuff in the early 21st century. Oh, someone's clapping. The rest of you should boo them or something like that. But I think that's a mistake, because the 21st century has turned out, like the 20th century, to be a century of revolutions. And 2011 will be remembered more than anything else as a year of revolutions, with what has happened in Tunisia and Egypt and the spreading revolutionary wave in the Arab world. And everyone in the world knows, even the rulers of China, even Barack Obama, knows that this revolutionary wave, even though it's centered in the Middle East, has global implications. And if we look at those revolutions, what we see in there is the re-emergence of the working class as, let me put it more modestly, the beginnings of the re-emergence of the working class as a collective political struggle. It was a general strike that delivered the death blow to the Ben Ali regime in Tunisia. What finally forced the generals and the White House to remove Mubarak was a wave of strikes that continues in Egypt in the present time. And what we're seeing, what we can see, particularly in Egypt and Tunisia, are unfolding revolutionary processes, incomplete revolutionary processes that contain within them an enormous range of possibilities, some of which are not very nice possibilities, and we have to be realistic about that. But in among those possibilities is that of a movement towards real communism. And therefore, what I think, where we are in the world today, is one where we're getting glimpses of how we could begin to move towards real communism. I don't want to exaggerate. These are just glimpses. They're just moments. They could be snuffed out, like many other revolutionary moments have been. But nevertheless, the Marx's old spectre is beginning to haunt the world again. And the question for us is what we can do in order, what we can do to make those glimpses more than simply glimpses, to transform them or to help to play our part in transforming them into that real movement that can abolish the existing state of affairs and by God, or however you pray to or don't pray to, it does need abolition. Thank you.
Thank you very much. Dietmar. Ja, ich habe ein Stück Papier vorbereitet, aber die Hälfte von dem, was draufsteht, hat er schon erzählt. Also, man kann natürlich von rechts wie von links sowas ankeilen, wenn man hier ein Papier vorliest. Von links kann man sagen, ein Abend wie dieser stiftet für abhängig Beschäftigte oder aus der Arbeit gefallen, aus der Luft bombardierte oder Kranke oder Verhungernde nicht den geringsten messbaren Nutzen. Und bei Chief Executive Officers und bei militärisch kommandierenden und politischen Funktionseliten nicht den geringsten messbaren Schaden. Marx, zu dem wir ja aufzuschließen versuchen, war der Meinung, was das Bewusstsein alleine anfängt, sei ganz gleichgültig. Da schließt auch eine Kritik von rechts an. Ein Mann namens Ulf Boschert hat die in der Welt im Januar 2011 formuliert, für die, die ihn nicht kennen. Der ist Akademiker und Publizist, also sowas Ähnliches wie Karl Marx. Der hat über solche Sachen wie hier geschrieben, das seien linke Girlanden, der Kommunismus sei, ich zitiere, etwas Schlichtes und Unterkomplexes, das mit den Denkanforderungen der Gegenwart nichts zu tun hat und überhaupt mausetot. Nur geht es hier um diesen Schwachsinn natürlich nicht, also der Kommunismus als Idee von Herrn Poschert oder von mir aus auch von Dart, sondern, wie gerade richtig zitiert wurde, ich zitiere es nochmal auf Deutsch aus der deutschen Ideologie, der Kommunismus ist für uns, also Marx und Engels, nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. So, wenn man so denkt, dann will man nicht irgendwelche Begriffe auf die Wirklichkeit draufsetzen, wie so Mützchen auf Vogelscheuchen, sondern man will Begriffe benutzen, damit sie einem helfen, in dieses Geschehen handlungskoordinierend einzugreifen. Also Wörter sind dazu da, Absprachen zum Tun zu ermöglichen, am besten demokratische, am besten kollektive. So, also dass die Begriffe und die Wörter dazu da sind, denkt auch die Gegenseite. Ich werde mal ein bisschen konkreter und ein bisschen deutscher und hiesiger. Die Zeit hat vor 2 Wochen geschrieben, dass die Armee der Bundesrepublik Deutschland, das sei jedenfalls der Sinn von de Maizières toller Bundeswehrreform, in Zukunft möglicherweise nicht mehr unsere Grenzen verteidigt, sondern unsere Werte. Wo die Grenzen sind, kann man so nur auf der Landkarte zeigen. Wenn aber irgendjemand irgendwo so lebt, wie es mir nicht passt, dann muss ich schon von Werten quatschen, um zu begründen, warum der mich angegriffen hat. So ein bewaffnetes Gequatsche heißt Imperialismus und mit Werten ist gemeint, das entscheiden die EU-Beauftragten, also die deutschen Beauftragten zur Neuordnung des griechischen Sozialwesens oder die Navy Seals in Pakistan. Die Zeit, in der Marx sich für den Kommunismus nicht als Idee, sondern als wirkliche Bewegung, und das heißt ja nicht nur Movement, sondern wie sehr richtig gesagt wurde, Historical Process, Motion, Something that people do, interessiert hat, war eine, in der deutlich zu erkennen war, dass eben nicht nur Besitzende, Chief Executive Officers, militärisch Kommandierende und politische Funktionseliten Interessen durchsetzen können, sondern auch Lohnarbeiterinnen, abhängig Beschäftigte, Nichtbesitzende. Ungefähr 120, 130 Jahre lang nach dem Erscheinen des Manifests der Kommunistischen Partei fand ein Bemühen um die Aufhebung des jetzigen Zustands statt. Und dazu gehörten eben nicht nur Begriffsdiskussionen, philosophische Diskussionen über Warenproduktion, Arbeitswertlehre, Entfremdung, Fetischismus, sondern auch so Sachen wie, dass im März 1850 die größte Bewegung für Wahl- und andere Rechte der Nichtbesitzenden in einem der weitest entwickelten Industriestaaten, England, die Chartists, auf einem Kongress ein Programm verabschiedet haben, landesweite Enteignung des Großgrundbesitzes, genossenschaftliche Produktion, ja, Sozialismus. Dazu gehören also Streiks, haben wir gehört, sowohl ökonomische wie besser noch politische, organisierte wie wilde. Dazu gehört die Geschichte entsprechender Parteien, buchstäblich in jedem Winkelchen der Welt. Dazu gehört Rosa Luxemburg gegen die Revisionisten, dazu gehört die Sowjetunion, deren Gründung, dazu gehört der Zweite Weltkrieg, dazu gehört die Dekolonisierung, dazu gehört der Kalte Krieg. Als der vorbei war, wurde nicht nur von erbitterten Antikommunisten überall erzählt, die Geschichte sei jetzt zu Ende, die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt, sei von diesem Zustand besiegt. Das war plausibel, das hatte so eine Evidenzklebrigkeit, weil in den reichen westlichen Staaten wurden die sozialen Sicherungssysteme, die die Arbeiterbewegung erzwungen hat, zusammengestrichen. Mit den Ärmeren haben die Reichen ökonomisch und militärisch getanzt, wie es ihnen gepasst hat. Und sogar Journalisten, Akademikerinnen, die den Horror als alternativloses Endziel der Geschichte ausgejubelt haben, haben die Sache kennengelernt, weil Unis sind jetzt Fabriken, wo schnell Funktionärinnen und Funktionäre für den Dreck ausgebildet werden. Und Medien sind Unternehmen, wo es keine Flächentarife mehr gibt, wo es keine Mitbestimmung mehr gibt, sondern eine zersplitterte Wurstelei um den letzten Cent, um jede Überstunde. Und da schreibt man dann schon mal, der Kommunismus ist ein alter Hut. Wenn man sich den ganzen Tag in die Fresse hauen lässt.
Das alles lag daran, dass es erstens keinen globalstrategischen Gegner mehr gab, den gegenüber diejenigen, die im Kapitalismus das Sagen hatten, ein bisschen Kreide fressen mussten. Und zweitens daran, wenn eine Angestellte hier streikt, dann kriegt sie zu hören, dann verlagern wir die Produktion halt nach Tschechien und überhaupt Computerinder. Aber die Geschichte hat es an sich, dass sie auch dann weitergeht, wenn niemand Lust hat, sie zu machen. Und so langsam merken Leute, nicht nur in der arabischen Welt, Leute, die in Herstellungsstrukturen eingebunden sind, in denen Just-in-Time produziert wird, On-Demand, Computer-Aided Design, Computer-Aided Manufacturing, in denen also schärfer als je zuvor gerechnet, schneller als je zuvor hergestellt und umgestellt wird, dass es nicht immer nur auf die Anzahl der Streikenden ankommt, sondern manchmal auch darauf, wo und wann von wem gestreikt wird, also zum Beispiel im Transportwesen oder wie vor 2-3 Wochen in Südkorea bei einem Zulieferer von Kia, wo die Leute die Fabrik besetzt haben und innerhalb weniger Tagen waren 140 Millionen Schaden und dann kam die Polizei und hat die zusammengedroschen. So viel zum Klassenkampf, also dass der nicht stattfindet. Und so langsam gibt es in Griechenland auf diesem Syntagma-Platz was und so langsam gibt es in Barcelona was und so langsam gibt es in Wisconsin was, wo irgendein Mensch namens Scott Walker, der dort republikanischer Gouverneur ist, einen Budget Repair Bill ansetzt, der einfach die Gewerkschaft in den Boden stampfen soll und plötzlich gehen die Leute auf die Straße, also nicht nur Tea Party. Und das sind alles keine Weltanschauungsgeschichten, sondern es sind einfach Leute, die Schnauze voll haben. Und so langsam merken auch einige, dass es in diesen neuen Energie- und Informationswirtschaften, von wegen Kommunismus alter Hut, schon auch noch andere Beschäftigungsformen gibt als am Laptop bei Starbucks. Denn die armen Schweine, die in Fukushima im Strahlenwasser rumstampfen, gehören jedenfalls nicht zur digitalen Bohème. Und so langsam punkten wir Journalistinnen und Journalisten wieder mit Marx-Zitaten, die mir manchmal auch bei mir selber vorkommen, wie Fürbittgebete oder Kalendersprüche, weil der hat es doch gewusst, es gibt doch die Bücher. Ich meine, dass Marx recht hat, wenn er sagt, ein Kommunismus, der keine wirkliche geschichtliche Angelegenheit ist, sondern eine reine Schriftauslegerei, ist vollkommen uninteressant. Aber eine wirkliche geschichtliche Angelegenheit braucht auch ein Gedächtnis, braucht Begriffe, braucht Stichworte. Nicht dringender als Aktionen, aber eben auch. Man kann also die Handlungsfreiheiten von Intellektuellen, die wir hier haben und die kein Vergleich sind zu denen, die zum Beispiel in den Ländern, in denen jetzt die Revolutionen stattfinden, dazu nutzen, schon mal bekannt zu geben, dass man mit dem allerneuesten Krieg nicht einverstanden ist, dass die ganzen Sozialschweinereien eben nicht als einstimmig angenommen gelten können, dass man die Banken nicht, wie es so schön heißt, retten will, dass man das Rentenalter nicht raufsetzen will, dass man Leute, die krank sind, aber kein Geld haben, nicht verrecken oder verkommen lassen will. Mit der kommunistischen Bewegung, dieser wirklichen Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt, ist es ein bisschen wie mit der Frauenfußball-WM. Kommt alles und es gibt noch Tickets. Danke. Dankeschön. Janine. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, die kommunistische Idee hat Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistert. Menschen, die sich gewünscht haben, in einer freien, in einer demokratischen Gesellschaft zu leben, und zwar frei von ökonomischer Ausbeutung und politischer Unterdrückung. Und ich glaube, kein Buch hat eine so starke weltweite Verbreitung gefunden wie das Kommunistische Manifest, mit Ausnahme der Bibel vielleicht. Und sehr viele Menschen haben sich gewünscht, eine andere Gesellschaft zu haben, eine Gesellschaft ohne Konkurrenz, eine Gesellschaft ohne Krieg. Und die Frage nach der Alternative zum bestehenden System, die stellt sich tagtäglich und die stellt sich umso dringender, desto klarer die Widersprüche in diesem System sichtbar werden. Belege dafür gibt es täglich. Ich habe gerade gelesen, dass 839 Haushalte in Deutschland mehr als 100 Millionen Dollar besitzen. Mittlerweile leben in Deutschland mehr Multimillionäre als in Saudi-Arabien. Und als ich das gelesen habe, habe ich die Seite umgeblättert und habe auf der nächsten Seite gelesen, dass die Lebenserwartung bei Obdachlosen in Deutschland bei 46,5 Jahren liegt. Damit liegt sie 30 Jahre unter dem Durchschnitt eines Menschen, der medizinisch gut versorgt ist. Die meisten Obdachlosen sterben an leicht heilbaren Krankheiten. Und ich denke, es gibt tausende dieser Beispiele, die zeigen, in welchem unmenschlichen, in welchem grausamen System wir leben und dass der Kapitalismus einfach nicht in der Lage ist, den enormen gesellschaftlichen Reichtum, den es auf dieser Welt gibt, den es in einem reichen Land wie Deutschland gibt, den auch nur annähernd gerecht zu verteilen. Und diese offensichtlichen Widersprüche stellen die Legitimität dieser Wirtschaftsordnung in Frage. Es gibt eine Umfrage, danach sagen 90% der Deutschen, dass sie nicht glauben, dass der Kapitalismus die drängenden sozialen und ökologischen Probleme lösen kann. Das können nicht nur Wähler der Linken sein, das muss
sehr viel mehr sein und sehr breit in der Bevölkerung. Und so wichtig der tägliche Kampf um konkrete Verbesserungen, um Reformen ist, so zeigt sich doch immer wieder, dass Errungenschaften oft nur temporär sind und oftmals auch sehr schnell wieder zur Disposition stehen. Und deshalb, wer dauerhaft Veränderungen erreichen will, der darf sich nicht an die Mechanismen und Grenzen, den Sachzwängen des kapitalistischen Systems unterwerfen, sondern der muss genau diese Zwänge auch offensiv in Frage stellen. Die Linke ist eine antikapitalistische Partei und ich denke, sie muss es auch bleiben, wenn sie eine Daseinsberechtigung haben will, wenn sie überhaupt einen Sinn hat in dieser Gesellschaft. Eine andere Welt ist möglich, das ist der Slogan der globalisierungskritischen Bewegung. Die Frage ist, welche Gesellschaft? Und die Frage ist auch, welche Rolle können kommunistische Ideen darin spielen? Karl Marx hat den Kommunismus definiert als Ende der Herrschaft des Menschen über den Menschen, als eine freie und als eine demokratische Gesellschaft. Aber der Kommunismus ist im Bewusstsein vieler Menschen mit einer schweren Hypothek belastet. Sowohl Feinde als auch sogenannte Freunde des Kommunismus haben dazu beigetragen, dass viele Menschen mit Kommunismus eben nicht Freiheit und Frieden und Demokratie verbinden, sondern vielmehr Mauer, Stacheldraht und Unterdrückung. Die Idee des Kommunismus wurde diskreditiert durch Verbrechen des Stalinismus. Das gilt auch für andere Utopien in der Menschheitsgeschichte. Im Namen des Christentums beispielsweise wurden fürchterliche Verbrechen begangen. Denken wir an die Inquisition und die Hexenverbrennungen, denken wir an die Kreuzzüge. Aber trotzdem werden ja die Zehntausenden Christen, die sich gerade beim Kirchentag in Dresden zusammenfinden, nicht als Anhänger der Inquisition abgestempelt. Die Ideen von Karl Marx und Rosa Luxemburg und anderen sind immer noch hochaktuell. Und deshalb, denke ich, sollten wir den Begriff Kommunismus, wie viele das wollen, nicht aus unserem Wörterbuch tilgen. Wir sollten ihn nicht aus dem Wörterbuch tilgen, sondern wir sollten ihn jenseits von Stalin und Mao mit Inhalt füllen. Was nämlich tatsächlich gescheitert ist, das ist die Vorstellung, Sozialismus von oben einführen zu können. Eine klassenlose Gesellschaft lässt sich nicht einführen über Parlamente oder Regierungen. Das entspricht zumindest meiner Erfahrung auch aus dem Hessischen Landtag. Und Sozialismus lässt sich schon gar nicht einführen durch Armeen. Auch die Sozialdemokratie hat einen Ansatz des Sozialismus von oben, bei dem Menschen eben nicht als selbsthandelnde Subjekte, als Akteure der Geschichte gesehen werden, sondern als Objekte. Und die Konsequenz daraus ist, dass man glaubt, dass die Menschen eine Stellvertretung brauchen, dass man als Stellvertretung agiert und nicht auf die Selbstemanzipation der Menschen setzt. Aber erst, und das hat ja auch Alex angesprochen, erst in sozialen Bewegungen, erst in sozialen Kämpfen entsteht der Keim einer neuen Gesellschaft. Er kann Vereinzelung, kann Konkurrenz auch überwunden werden. Und ich finde, dass gerade in den arabischen Ländern sich zeigt, welche Dynamik und welche Radikalisierung eine Massenbewegung haben kann und was möglich ist, wenn radikalisierte Jugendliche und die Arbeiterklasse sich vereinen und gemeinsam gegen Unterdrückung kämpfen. Ich denke, diese Bewegungen inspirieren Menschen weltweit, sie verändern weltweit die Wahrnehmung der arabischen Länder fundamental. Der Tahrirplatz ist sowas wie ein Symbol für weltweit für Widerstand geworden. Und es handelt sich noch nicht um eine sozialistische Bewegung. Aber ich glaube trotzdem, dass es zeigt, was Massenbewegungen bewegen können und dass sie von heute auf morgen, dass sie sehr schnell passieren können und dass sie dann auch eben dazu führen können, dass jemand wie Mubarak endlich gestürzt wurde. Eine sozialistische Gesellschaft muss von unten erkämpft werden, sie kann nicht von oben verordnet werden. Nicht alle Wege führen zum Ziel. Und die Selbstaktivität der Menschen muss deshalb auch ein Herzstück sozialistischer Politik sein. Ich finde, das gilt auch für die Partei Die Linke. Denn nur emanzipierte Menschen können auch in einer freien Gesellschaft aufbauen, können auch eine freie Gesellschaft erreichen. Und deshalb ist Freiheit und Sozialismus kein Gegensatz, wie beispielsweise Franz Josef Strauß das in seinem Wahlkampf plakatiert hat, sondern Freiheit und Sozialismus bedingen einander. Die Ideale der bürgerlichen Revolution von Gleichheit, von Freiheit, von Demokratie sind überhaupt nicht einlösbar, solange Privateigentum ein Sakrileg bleibt und solange Ungleichheiten, wie wir sie heute haben, nicht beseitigt werden. Das Versprechen der Freiheit ist eben nicht erfüllt, allein mit der Gewerbefreiheit und der Freiheit der Finanzmärkte. Die Freiheit kann nur von Menschen ausgeübt werden, die geschützt sind vor Mangel und die keine Angst haben müssen um ihre materielle Basis.
Deshalb, ohne wirtschaftliche, ohne soziale, ohne kulturelle Rechte bleiben bürgerliche und politische Rechte weitgehend wirkungslos. Freiheit und Gleichheit sind, wie es ein französischer Revolutionär mal ausgedrückt hat, sind eitle Hirngespinste, wenn eine Klasse die andere ungestraft aushungern kann und wenn der Reiche über das Leben und Tod seiner Mitmenschen entscheidet. Solange es Arm und Reich gibt, bleibt Gleichheit vor dem Gesetz eine leere Formel. Dem Kommunismus wird gerne Gleichmacherei vorgeworfen. Aber in Wahrheit ist es doch der Kapitalismus, der eigentlich die Menschen gleich macht, der sie normiert, der sie uniformiert. Wir alle unterliegen kapitalistischen Zwängen. Wir kaufen weltweit die gleichen Marken von den gleichen multinationalen Konzernen. Und Individualität und Freiheit, eigentlich die Werte, mit denen sich der Kapitalismus rühmt, sind ja eigentlich ein Luxus, den sich nur sehr wenige leisten können. Und ich denke, dass erst durch die Überwindung des Kapitalismus auch die Möglichkeit gibt, überhaupt zu einem die Freiräume zu kommen für ein freies, für ein selbstbestimmtes Leben. Das schaffen wir nur, wenn wir Lohnarbeit abschaffen können, zu einer gerechten Verteilung von Arbeit kommen und nicht wie in der heutigen Situation, wo sich die einen halb tot arbeiten und trotzdem nicht von leben können und die anderen gezwungen werden, durch Erwerbslosigkeit zu Hause zu sein und eben auch einen viel großen Teil der gesellschaftlichen Teilhabe nicht davon abhaben. Es geht also um mehr als um die ökonomische Grundlage, weil das ja auch oftmals vorgeworfen wird, dass es eine ökonomistische Herangehensweise ist. Es geht um den Zugang zu Bildung, es geht um Kultur, es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, bei denen es keinen Herrn und keinen Knecht, bei dem es keinen Herrscher und keinen Beherrschten gibt. Und dazu ist eine grundlegende Veränderung der Eigentumsverhältnisse nötig, denn solange die Demokratie am Betriebstor endet, und das tut sie, solange Konzerne unser Leben maßgeblich bestimmen, wird es keine echte Demokratie geben. Und deshalb denke ich, dass der Kampf um universelle Demokratie darf nicht auf die politische Sphäre beschränkt sein. Ich habe ein schönes Zitat gefunden, in dem das, finde ich, sehr treffend beschrieben wird. Es lautet: Bei einer Formaldemokratie in der Politik und beim Vorhandensein eines Absolutismus in der Wirtschaft kann niemals eine Grundlage für eine sinnvolle Neuordnung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens gefunden werden. Das Zitat stammt nicht von Marx, das stammt auch nicht von Luxemburg. Das Zitat stammt von Karl Arnold, er ist Mitbegründer der CDU und war Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Und das zeigt, ab 1947, aber das zeigt, dass nach der Erfahrung des Faschismus auch Mitglieder der CDU eine Machtbeschränkung der Wirtschaft, eine Sozialisierung der Schlüsselindustrien für notwendig hielten, um eine wirtschaftliche und eine soziale Demokratie zu errichten. Und ich denke auch, dass alle 4 Jahre ein Parlament zu wählen, kann nicht das höchste Stadium der Demokratie sein. Wir können Frau Merkel wählen, wir können es auch nicht tun. Aber was nützt es, wenn in Wirklichkeit Herr Ackermann und Herr Grossmann die Politik bestimmen? Die heutigen Eigentumsverhältnisse blockieren gesellschaftlichen Fortschritt. Ich finde, das wird nirgendwo so deutlich wie in der Energiepolitik. Sie verhindern Fortschritt, sie begründen Machtverhältnisse. Die Konzerne bestimmen die politische Agenda, unabhängig davon, wer regiert. Rot-Grün hat damals davor zurückgeschreckt, den Atomausstieg gegen die Konzerne durchzusetzen. Schwarz-Gelb wollte von Anfang an erst gar nichts anderes. Und ich finde, dass wir jetzt, wo wir den zweiten Super-GAU innerhalb von 25 Jahren erleben, es immer noch nicht zur Abschaltung aller Atomkraftwerke kommt, nur weil Konzerne sich damit eine goldene Nase verdienen. Das finde ich, ist einfach überhaupt nicht hinnehmbar. Wirtschaftliche Macht ist gleichbedeutend mit politischer Macht, aber umgekehrt gilt das nicht. Und deswegen denke ich, dass da der Ansatzpunkt für eine Demokratisierung der Gesellschaft ist. Es gibt eine gängige Vorstellung, dass Sozialismus vor allem Verstaatlichung bedeutet. Wenn das so wäre, dann hätte ja Kanzlerin Merkel auch in der Krise eine durchaus sozialistisch angehauchte Politik gemacht. Aber Sozialismus ist eben nicht gleich Verstaatlichung und schon gleich gar nicht so, wie man das bei der Commerzbank oder bei der Hypo Real Estate gemacht hat. Hier sieht man nämlich auch, dass der Kapitalismus seine eigenen Regeln verletzt, wenn es um die Interessen des Kapitals geht. Weil wir haben für diese Bank bezahlt, aber sie gehört uns gar nicht. Wir können überhaupt nicht mitentscheiden. Und ich denke, das, was dort passiert ist, würde sich kein privater Investor bieten lassen, aber von der Bevölkerung wird erwartet, dass sie Steuermilliarden in die Banken stecken und dann das Ja und Amen sagen, wenn sie deshalb nichts zu sagen haben und sich am Ende überhaupt nichts ändert. Ich denke, dass die Forderung nach der Verstaatlichung deshalb nur ein erster Schritt sein kann, hin zu einer demokratischen Wirtschaft. Ich denke, wir brauchen Sozialräte, wir brauchen Möglichkeiten, wie Menschen Einfluss auch auf die Art und Weise des Wirtschaften haben können. Öffentliche Unternehmen müssen verpflichtet werden auf Umweltstandards, auf Sozialstandards und eben nicht auf die Gewinnmaximierung. Es gibt das Beispiel von Sacramento in Kalifornien.
Da wählen die Menschen nicht nur ihren Bürgermeister, sondern sie wählen auch den Chef der des Energieversorgungsunternehmens. Und das hat zur Folge, dass sie ihn auch abwählen können, wenn er Mist baut. Und das ist eine Möglichkeit, auch in der Wirtschaft Demokratie einzuführen. Niemand kann ein Milliardenvermögen durch Arbeit verdienen. Es ist nur möglich durch die tagtägliche Enteignung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und deshalb darf auch die betriebliche Mitbestimmung nicht das Ende der Geschichte sein, sondern die Arbeitnehmer müssen die Verfügungsgewalt über den Reichtum bekommen, den sie tagtäglich produzieren. Und deshalb finde ich, dass Modelle wie Genossenschaften gute Ansätze sind. Aber sie sind leider einsame Inseln im Kapitalismus, sie sind in einem feindlichen Marktumfeld. Konkurrenz und Wettbewerb setzen alternativen Formen des Wirtschaftens enge Grenzen. Und deshalb denke ich, es geht nicht um die Frage, wie wir einzelne Betriebe demokratisieren, sondern es geht um die gesamte Wirtschaft, die wir demokratisieren müssen. Der Markt hat sich als völlig unfähig erwiesen, gesellschaftlichen Reichtum gerecht zu verteilen. Er hat es sich als unfähig erwiesen, einen enormen Überfluss an Gütern so zu verteilen, dass alle Menschen ein menschenwürdiges Leben führen können. Sozialistisches Wirtschaften ist verschrien als zentralistische, bürokratische Planung von oben. Aber ich denke, wir müssen fragen, wer plant denn eigentlich? Wofür wird geplant und in welchem Interesse? Und deshalb, statt Zentralisierung, brauchen wir eine Dezentralisierung der Wirtschaft, weil es in vielen Bereichen effektiver, ressourcenschonender, umweltfreundlicher und demokratischer ist. Großkonzerne wie E.ON beispielsweise mit zig Auslandsbeteiligungen, mit zig Töchterfirmen, die kann man nicht demokratisch kontrollieren, sondern man wird sie zerschlagen müssen in kleinere Einheiten, damit man sie überhaupt demokratisieren kann. Christina, ich komme zum Schluss. Für Wolfgang Abendroth bedeutet der Sozialismus eine radikale Demokratisierung aller Lebensbereiche. Und ich denke, es ist heute sehr schwer vorstellbar, wie eine nicht-kapitalistische Gesellschaft aussehen kann. Das heißt aber nicht, dass sie unerreichbar ist. Noam Chomsky hat mal geschrieben, dass sich die Sklaven in der Antike nicht vorstellen konnten, dass es eine Gesellschaft ohne Sklaverei geben kann. Und für die Leibeigenen war eine Gesellschaft ohne Leibeigentum eine ferne Utopie. Und nichtsdestotrotz gelang es, die Gesellschaft so zu verändern, wie es vorher unmöglich schien. Ich denke, wenn wir immer nur für das gekämpft hätten, was unmittelbar möglich erschien, hätten wir auch heute kein Frauenwahlrecht, weil das hielt auch nie jemand für möglich. Und ich denke, es hätte auch keiner vor einem Jahr gedacht, dass wir heute über Revolten in arabischen Ländern reden. Geschichtlicher Fortschritt wurde durch Revolutionen erreicht. Und deswegen denke ich, wer heute grundlegende Veränderungen will, darf heute auch Revolutionen nicht als Relikte einer vergangenen Zeit begreifen. Dankeschön. Genossinnen, Genossen, ich werde sitzen bleiben. Ich bin alt und müde. And unfortunately, I have to change to the language of imperialism. Okay, so let me begin with, those wonderful, one of the greatest contributions, one of the few of United States to world culture, these excellent jokes, doctor, medical jokes, first bad news, then good news. Like doctor tells you, bad news, we discovered you have cancer, you will be dead in 2 months. So what is then the good news? We also discovered you have Alzheimer and you will forget bad news before you reach home. So I will do something like that. And I will start with bad news. You remember, Alex, we were at a round table in London and you told us your dream, that you would like to live in a society where communism is just a bad memory present in museums. Well, sorry. That's my point. Yes, capitalism. But unfortunately, as you know, in this city and in some other cities, unfortunately, the only museums of this kind that we have today are precisely museums of communism. So isn't it something crazy in the idea of how can we reverse the situation? We can. Why? First, the bad news. Till 3-4 years ago, did you notice how it was, for me, always suspicious, this making fun at Fukuyama, that idiot who thought the history is over. But practically all of us, we were Fukuyamaists. We were asking, what were we demanding? Better ecological care, gay marriages, and so on. But all this vaguely within the liberal democratic system. Why? Now I come to more crucial points. First, I claim that, as it was already hinted,
by you in very nice way, apropos of that example of the states don't following their own rules. I claim economy, liberal economy, neoliberalism, we should always bear in mind this, is today not the reality, it's the ideology. We have to emphasize this. The first rule of political debate is don't concede to the enemy even what he claims to be. Tell me one big successful capitalist today state which is neoliberal. United States, are you kidding me? China, Singapore, in all of them, state intervenes brutally with incredible sums of money and so on. Who is today neoliberal? Maybe a little bit your idiot, not you, David Cameron, no, which is why United Kingdom is the slowest in catching up. Neoliberalism is an ideology meant to put pressure on others, especially on third world state, where neoliberalism brutally breaks their own rules. Years ago, I heard a wonderful report on CNN, even there you get something good, of Mali. Their cotton industry is in ruins. And their minister said, look, United States are given more money to support their cotton farmers than the entire state budget of Mali. They said, we don't need socialist help. Just if United States were to obey a little bit their own liberal rules, it would be. So you see, again, neoliberalism is, and the same should go at all levels. When you hear about family values, your first reaction is probably, oh, this is some Christian obscurantism. What about, are there alternative forums, gay marriages? Of course, I'm for them. But I think in this way, we concede too much to the enemy. For example, in United States, my God, every sociological, even superficial research will tell you, Reaganomics did more to destroy family values than all the, I mean it ironically, perverted gays or whatever together. They don't deserve, don't give them. The same goes, now I'll make a step problematic for some of you, Judeo-Christian legacy. We like to feel guilty, we so-called European lefty, and we always have to say, yeah, yeah, European legacy, crime, colonialism. Wait a minute, I would say, there are wonderful things in Judeo-Christian legacy. When Christ says, if you don't hate your father, mother, you are not my follower. For me, mother, father here stand for the entire social hierarchy. The idea of original Christianity is an egalitarian community outside hierarchic order is possible and so on. So when we hear today a European legacy is threatened. No, don't say, yeah, yeah, but we were imperialist and so on. Say, who are you to speak about European legacy, about what is really great in European legacy, egalitarian tradition and so on. For me, Europe in which, I don't know, in Austria, Haider is in power, in France, Le Pen, that would have been the end of the true Europe, the first point already. So, next point. What is difficult for me today with capitalism? Because, you know, capitalism is, as it were, tricky in its functioning of ideology. Because of this radical, let's call it a naturalization of economy as ideology, and we get it everywhere. Did you notice how education is more and more defined, that's the whole point of Bologna school reform, in the terms of a market operation? It's no longer at least it old, honest bourgeois patriotism where you have your private interest, but you go to school to learn universal value. No, education is becoming this always dynamic, private engagement, I won't pursue this career, and so on and so on. It's education. The state itself is more and more sold to us as a neoliberal operation, like, you know, different parties are like companying, offering us services, and voting is like buying on the market. Even sex, I will not go into this direction, but did you notice how we are more and more returning to pre-modern tradition of arranged marriages only? It's not parents, it's agencies who are doing it. And what does this mean? Horrible things. Did you notice, for example, it's not a joke, did you notice how in the last James Bond film, Quantum of Solace, which is incidentally relatively left for Hollywood, James Bond basically saves Evo Morales' regime in Bolivia, but did you notice that it's the first James Bond where at the end there is no sex? Did you notice that in the lowest of today's popular culture, Dan Brown, no sex?
Why? I think that today's hegemonic subjectivity is getting so narcissistic, and this can even be masked as political correctness, that even passionate love exposing to the other is considered risky. There was a marriage agency in the United States which had, I noticed it, an excellent publicity. They said, we will enable you to be in love without falling. Like, you know, the idea of falling in love, you are shocked, it's too much. Everything must be prearranged and so on and so on. Through, of course, marketing mechanisms. That's how you work with these marriage agencies and so on and so on. So the problem of today's capitalism is, did you notice how, for example, with ecology and so on, how today's capitalism tries to present itself as ethical? Let me now mention a paradox. Did you notice how today, more and more, we almost have an overload of anti-capitalism, but a false, moralistic one? You cannot open a newspaper without reading, this company is polluting environment, that company is employing slave labor, and so on and so on. But it's all done in a moralistic way. There are some corrupted guys there who, and we get rid of them, and the system will function, and so on. Beware of this moralism. You know where the left was the victim of this moralism? Let me shock you a little bit. You know this debate a month ago, even now, is the NATO intervention in Libya justified? I was horrified how a great majority of left liberal comments that I've read were at this moralistic level of suspicion. Is it that we really intervened there just to help the victims? Suffering people, or were there darker motives, economic, political, there? A true leftist should be even ashamed to ask this question. Of course, there are always interests. The true question should be, who will get these arms? And here I lack analysis. If somebody convinces me that in Libya we have elements of genuine emancipatory movement, I'm not sure of that. That's the problem. Then I would say give them all the arms you can, because probably if they truly are this, 10 years from now they will use it against NATO itself. No, I mean, the true question is not this moralistic question, were they ethically pure, those who decided. The true question is who and for what will use these arms. My God, let's get rid of this moralism. Then you will end up with Starbucks, my old example. You know what happens in Starbucks? It's an ingenious operation, today's ideology at its best. The trick of Starbucks is that you pay their cappuccino more because, as they told you, all that bullshit, 1% goes to starving Guatemala children, 1% for forest. In other words, they tell you, you don't have to feel bad for consumerism because you pay more so that the social solidarity price is included into the price that you pay. So the more you consume, the more you are. So things are tricky with today's ideology. But why talk about communism? Good reasons. First reason. More clear signs that there is a whole series of problems. I've listed them in my books. I don't have to go into them now. Ecology, biogenetics, the problem of intellectual property, the horror called Bologna Reform, the change of higher education into a factory producing experts. That's their ideal. Their ideal is, as a French minister explained to me in a debate, cars are burning in the suburb of Paris, he told me. Now we need you intellectuals. Psychologists tell us how to control the crowds, urbanists how to plan the cities. So this is their ideal. We should become experts solving the problems the way they are defined by those in power. No, if you worry about European legacy, this is the end of Europe. The first thing of a true intellectual is, yes, 2 minutes, yes, but in a non-linear sense, yeah. The first thing about true intellectual life is to question the very way the problem is posed. I will not go into it, just quickly the final points. Then we have the problem of so-called Asian capitalism. Our, definitely not an ally, Peter Sloterdijk, nonetheless said something wonderful once. He said that if he can imagine a person to whom 100 years from now they will be building monuments, it will be probably Lee Kuan Yew. You know, Singapore, the inventor of authoritarian capitalism. And that's what's happening today. Let's give to the devil what belongs to the devil. Up to a certain point, capitalism did need, more or less,
democracy. I claim this is the true danger today. That marriage is dissolving today. We are now getting capitalist. That's the true bad news. We are now getting capitalist societies, even more dynamic, productive, destructive than our Western, who function perfectly without democracy. So what to do here? We have these all movements, I agree, Egypt, Spain, Greece, and so on and so on. But now, just to conclude, a little bit more serious thing I want to say. My God, you know what's the problem for me? Here, I share your goals, but when you try to operationalize them, like, you know, I don't like so much that big moment, Tahrir Square, we were all crying, solidarity. What interests me is the day after. You know that Gramsci, and here I hope we agree, remember where Gramsci was publishing his text before he was arrested? In a journal called Il Nuovo Ordine, The New Order. Tragically, years after, this phrase was totally hegemonized by the right wing. If you say today New Order, we know where you stand. Maybe the time is for the left to regain this. The problem is the day after. The true fight is going on now in Egypt. Friends are telling me horrible, you know, when you read in the news new clashes between Coptic Christians and Muslims, friends whom I totally trust, who are not some crazy Marxists like us, good liberals, are telling me everybody knows there. This is done by Mubarak agents again and again. The terrible fight is going now to contain, to steer what went on in Egypt. This is the true struggle, not just the big things officially happening and so on and so on. Or even in Spain. Today, or a couple of days ago, I read the program that they made, this democracy now, real democracy now. But, you know, here I see a problem. Okay, we want beyond capitalism. What does it concretely mean? You know, capitalism is, as you pointed out, good, not just a system privatizing commons, it's also a network of social relations. And as it was clear to Marx, as such, it also organizes production. What alternative modes do we have here? This is what makes me sad. For example, if you read the manifesto of the Spanish striking workers, what you find there is solidarity, right to work, blah, blah, blah. Now, just to provoke you, I will tell you something terrifying. I read all their points. I claim every honest fascist would subscribe all of them. Now, don't misunderstand me. I'm not saying they are fascist. Absolutely, they have a potential. But my God, we have to attack these boring problems of how to organize it, alternative modes of organization, and so on. What can we really offer? Because we have to offer something. Terrible things are awaiting us. Are you aware that probably humanity will have to do horrible things, like maybe even geoengineering, changing the whole atmosphere, and so on? How will decide all this? Biogenetics, how will decide all this? Now we'll say this is impossible. Just to conclude. You know, when somebody says impossible, I get nervous. Because did you notice how in today's media, the phrase possible, impossible functions in two totally different modes? When you speak about technology and sexuality, everything is almost becoming possible. We can be astronauts through genetic manipulation. We will be, so they tell, able to live eternally, even in sexuality. I was in New York. I met a surgeon. You know what his specialty? Cutting men's penis into two. So you can do it with two women at the same. That's possible. All is possible. But to give 0.5% more for healthcare is not possible because it will ruin our competitivity and so on and so on. So we live in a very strange society where ideology, everyday ideology, decides what appears as possible, what appears as impossible. And typically, in China, 3 weeks ago, they passed a weird law, but I find it almost sympathetic. At least they still need a law. It's funny. The law, it's not a joke. I checked it with my friends. The law says that it's prohibited in the public space of movies, TV, novels, and comics, all stories which refer to or use time travel and alternate reality. The official justification is history is serious. We cannot play stupid games with history.
The truth is they want to prohibit imagining alternate reality. I'm not making fun of Chinese, but of us. Obviously, till now, the censorship is so strong that we didn't even need this prohibition. Common sense told us, no, we cannot, we would become uncompetitive, and so on, and so on. And that's maybe the first lesson of us theoreticians. No, we will unfortunately probably not give you concrete formulas what to do. But we can do something which is maybe even more important. We can, as it were, clear up the background, make all of us see how change is possible. Because maybe there will be no change. In that case, I'm telling you, we will all be living in a world, in a world somewhere between Singapore and Berlusconi's Italy. I don't know how it is with you. I don't want to live in such a world. Thank you very much. Thank you very much.